Hi alle zusammen. Kann euch sagen, hier auf die Bühne zu kommen und vor irgendwie knapp 1000 Leuten in so einem Kinosaal zu stehen, ist immer wieder ein Erlebnis. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Jahr wieder den Weg hierher gefunden habt. Wir sind dieses Mal ja schon seit, glaube ich, 6 Wochen oder sowas ausverkauft. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so viel klingen, aber das ist ja jetzt auch unsere erste Konferenz. Wir haben gelernt, dass man in den letzten 4, 5 Wochen eigentlich die Hälfte seiner Tickets normalerweise verkauft. Das heißt, 6 Wochen vorher ausverkauft zu sein, bedeutet, es gab ungefähr fast die doppelte Nachfrage eigentlich. Wir haben auch eine Heike, unsere Eventmanagerin, wurde bombardiert mit E-Mails, teilweise mit sehr hohen Geboten. Also wir freuen uns, dass diese Konferenz nach wie vor so viele Menschen anzieht. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir würden euch empfehlen, ihr habt es ja richtig gemacht, aber zur Weitergabe nächstes Jahr ein bisschen früher die Tickets zu kaufen. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir bei 1700 die Grenze machen, damit dieses Kino nicht explodiert. Die Konferenz findet zum dritten Mal in diesem Kino statt. Wir haben dieses Jahr ein bisschen mehr Platz geschaffen. Also wir hoffen, ihr habt alle genug Platz. Man kann später auch draußen vor den Kinosälen essen, also man kann später vorm Kino essen. Da wird es so 2 Foodtrucks geben. Man kann zum Essen auch in die Säle gehen. Und wir hoffen, dass das alles hinhaut hier vom Platz. Bevor wir gleich zum spannenden Teil kommen, nämlich der Vorstellung der Thementracks, würde ich euch noch auf die Folterspannung für 5 Minuten und ein bisschen was erzählen, warum es diese Konferenz eigentlich gibt. Für diejenigen, die letzten Jahre schon hier waren, wird das nichts Neues sein, aber da müsst ihr jetzt durch. Wir glauben, eine der größten Entwicklerkonferenzen in Deutschland oder vielleicht auch Europa zu sein mittlerweile. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere, die eine ähnliche Größe hat oder einen Ticken größer. Aber zumindest mit einem Schwerpunkt auf Webentwicklung, glauben wir, ist das eine der größten. Warum haben wir das gemacht? Die Konferenz findet zum 7. Mal statt und ist eigentlich aus einer Frustration herausgeboren von Sebastian Betz und mir. Wir arbeiten beide mittlerweile bei About You. Haben das Unternehmen gegründet, zusammen mit einem dritten Kollegen. Früher haben wir aber andere Firmen betrieben, auch im IT oder im erweiterten IT-Umfeld. Und die Frustration, die wir hatten, war, dass es bis dato eigentlich nur Konferenzen gab, die von so professionellen Konferenzveranstaltern, letztendlich profitorientiert veranstaltet wurden, ohne eigentlich einen Zugang zur Szene oder zu den Inhalten zu haben, die dann meistens in Hotels stattgefunden haben oder sowas. Wir fanden das eigentlich maximal boring. Auf der anderen Seite hatten wir das Gefühl, dass es in der IT so war und ich glaube heute vielleicht sogar noch mehr so ist, in den allermeisten Firmen, auch unsere, muss man sagen, dass man irgendwie ein permanent ultravolles Backlog hat und eigentlich permanent im Prinzip seinen Themen hinterher rennt, ja, und immer im Prinzip den Deadlines so ein bisschen hinterher rennt. Und also natürlich nicht übertrieben, aber im seltensten Fall mal Zeit hat, sich ausgiebig eigentlich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und wenn man die Zeit hat, sich mit neuen Themen zu beschäftigen, dann tut man das in der Regel irgendwie so im Themenkreis, in dem man sich bewegt, ja, damit das sozusagen idealerweise auch in Output resultieren kann, der dann umsetzbar ist. Und wir haben uns überlegt, wir glauben, es macht eigentlich Sinn, wenn man ein- oder zweimal im Jahr auch mal über seinen Tellerrand schaut. Und das idealerweise bei dem Stress, den man normalerweise im Büro so hat, in einer absolut relaxing Atmosphäre, in einem schönen Ambiente mit netten Leuten, mit respektvollem Umgang, über den Tellerrand schauen kann, Einblick bekommt in Themen, mit denen man sich eigentlich überhaupt nicht beschäftigt, die vielleicht auch erstmal gar keine Auswirkungen haben auf das eigene Arbeitsleben, ja, einfach nur aus Interesse, weil wir glauben, dass es über das Tellerrand schauen eben auch die eigene Arbeit verbessert. Und natürlich kann man sich das meiste auch irgendwie bei YouTube angucken und so weiter, aber es ist irgendwie doch was anderes, wenn man dann im persönlichen Kontakt steht. Und ja, so online wie wir sind, glauben wir schon, dass so ein Offline-Event und der persönliche Kontakt und das persönliche Sehen von anderen Menschen irgendwie doch und auch von Speakern und von Vorträgen irgendwie doch nochmal eine andere Wirkung hat und einen irgendwie anders mitnehmen kann. Diese zwei Motivationen, ja, über den Tellerrand schauen in einer Relaxing-Atmosphäre und halt vor allen Dingen auch eine Konferenz, die Non-Profit ist, die ist bis heute Non-Profit, sogar eher so, dass About You da immer noch jedes Jahr ein bisschen was reinschießen muss, und man über den Tellerrand schauen kann. Das war die Motivation und wir hoffen, das können wir auch nach wie vor erfüllen. Und das ist auch nach wie vor das, was wir versuchen immer zu verbessern. Entertainment soll auch nicht zu kurz kommen. Wir haben ein Conf-Game, wie jedes Jahr. Ihr könnt zu den Sponsoren gehen, wenn man bei 7 Sponsoren war, kann man richtig coole Preise gewinnen. Tablets, Soundanlage, das sage ich jetzt nicht,
Sehr coole Preise. Es ist unglaublich. Solche Preise habt ihr noch nie gesehen. Es gibt eine kleine Bar-Area. Es gibt einige Virtual-Reality-Spielereien oben da auf dieser Empore, aber vor allen Dingen bei der Party später haben wir auch so Fahrsimulatoren und alles mögliche an richtig coolem Zeug. Hier teilweise aus Platzproblemen haben wir das ein bisschen zurückgefahren, aber bei der Party nachher wird es um 18 Uhr, werden wir rüberfahren mit Bussen zu der Party, Hühnerposten ist die. Dann wird es erstmal Essen geben, um 20 Uhr, 20.30 Uhr wird es ein bisschen umgebaut und dann werden irgendwie diverse coole Sachen aufgebaut und dann beginnt sozusagen die Party, die Musik. Um 22.30 Uhr haben wir dann zwei Live-Acts, Team Rhythmus Gymnastik und das Bo und ja, davor und danach sozusagen DJ. Wie immer habt ihr All You Can Eat Popcorn und Nachos, nicht umsonst heißt diese Konferenz Popcorn, Nachos und Code. Ja, Nachos mit Käse und Salsa-Dip. Letztes Jahr sind paar schlaue Füchse darauf gekommen, es gibt ja die kleine Ecke und die große Ecke. Normalerweise nimmt man die große Ecke für die Nachos und die kleine Ecke für den Käsedip. Ich habe letztes Jahr viele gesehen, die haben die große Ecke genommen für den Käsedip und die kleine für die Nachos. Das ist sozusagen eine einmalige Chance, das umzusetzen, ja. Umsonst. Es gibt 15 Thementracks, 8 Kinos, die wir parallel bespielen, über 112 Talks. Die Thementracks werden wir gleich vorstellen. Es gibt eine Konferenz-App, könnt ihr euch runterladen und natürlich die After-Conference-Party, hatte ich schon gesagt. So, eigentlich habe ich das allermeiste schon gesagt. Wir versuchen immer sehr interessante Speaker zu bekommen. Jedes Jahr der neue Aufruf, wir haben jedes Jahr einen Call for Paper. Ihr könnt im Call for Paper Talks einreichen und ich würde euch wirklich, wirklich ans Herz legen und ermutigen, dass ihr das tut. Denkt nach, jeder hier hat hundertprozentig viele interessante Themen zu erzählen. Wir wollen, dass ihr die teilt. Es ist cool, einmal auf so einer Bühne gestanden zu haben, sein Wissen zu teilen. Ich glaube, darauf basiert unser Fortschritt. Also nehmt die Chance wahr, ja, meldet euch im Call for Paper. Das geht an die Kuratoren, die das auswählen können und haltet hier Vorträge, teilt euer Wissen. Wir schreiben auch proaktiv, wir bzw. auch die Kuratoren schreiben proaktiv auch interessante Firmen an, die vielleicht in der Regel eher bühnenscheu sind, aber von denen wir glauben oder die Kuratoren glauben, dass sie interessante Dinge zu erzählen haben. Und wichtig ist uns Fun und Respekt voreinander. Jugendentwicklung, das ist auch sehr wichtig. Ich hatte vorhin gesagt, die Konferenz ist Non-Profit. Wir geben relativ viele Tickets an Studenten, umsonst oder stark vergünstigt raus. Wir versuchen, unterrepräsentierte Gruppen zu pushen. Wenn ich hier in diesen Raum gucke, gelingt uns das nicht ausreichend gut. Aber wir arbeiten dran. Und genau, soweit zur Konferenz. Ein großes, großes Dankeschön geht an unser wundervolles Orga-Team. Heike, Lea, wollt ihr vielleicht mal kurz aufstehen? Beide gesagt, sie wollen nicht auf die Bühne kommen. Wollten eigentlich gar nicht hier sein. Heike und Lea, Heike vor allen Dingen das komplette Jahr dran gearbeitet, arbeitet Vollzeit an dieser Konferenz. Und ich kann euch sagen, das ist ein Hammeraufwand. Ja, eigentlich bräuchte Heike Mitarbeiter, sagt sie nicht. Heike arbeitet wirklich sehr, sehr hart daran. Es ist sehr aufwendig, diese Konferenz zu organisieren. Auf dieser Konferenz seht ihr eine ganze Menge Leute mit diesen weißen T-Shirts. Das sind die Orga-Menschen, die könnt ihr immer gerne anhauen bei jeglichen Fragen. Sehr viele von denen arbeiten auch bei About You, machen das hier quasi ja, eigentlich in ihrer Arbeitszeit sozusagen, aber freiwillig sind normalerweise machen die andere Dinge. Wir freuen uns als About You, euch hier willkommen zu heißen und diese Konferenz eben zum 7. Mal auszutragen oder zum 4. Mal unter dem About You-Schirm. Zum 7. Mal insgesamt. Das alles wäre nicht möglich ohne unsere Sponsoren. Hier seht ihr unsere Sponsoren aufgelistet und das meine ich wirklich ernst. Die Sponsoren tragen knapp die Hälfte der Kosten hier. Man unterschätzt regelmäßig, wie viel so eine Konferenz kostet. Es ist deutlich über eine 500.000 Euro, was hier an Kosten zusammenkommt. Ich bin jedes Jahr wieder geschockt sozusagen, wie teuer es doch ist, irgendwie diese ganzen Dinge hier aufzubauen und das alles zur Verfügung zu stellen. Ohne unsere Sponsoren müssten wir dementsprechend entweder den Ticketpreis verdoppeln oder wir müssten darauf verzichten, Freitickets an Studenten rauszugeben oder an andere Gruppen rauszugeben. Wir müssten auf die Qualität verzichten, also wir müssten auf jeden Fall massive Einschnitte machen. Und deswegen sind wir sehr, sehr, sehr dankbar und viele dieser Sponsoren sind wirklich schon seit Jahren oder teilweise sogar schon seit komplett Beginn dabei, unterstützen diese Konferenz nicht nur mit Geld, sondern auch mit Input, indem sie proaktiv als Kurator dabei sind. Insofern wirklich einen großen Applaus vielleicht einmal für unsere Sponsoren.
Und die Sponsoren machen das nicht, also die allermeisten dieser Sponsoren, da achten wir auch drauf, machen das auch aus Liebe an der Community. Also das ist nicht so, dass die da irgendwie einen großen Profit oder sowas draus schlagen. Insofern würden wir uns freuen, wenn ihr zu den Ständen geht, euch mit diesen netten Firmen austauscht, connectet und wir unsere Dankbarkeit zeigen, diesen Sponsoren, die das hier ermöglichen auch. So, ein Thema noch, what's next? Cotox Commerce Special. Wir haben einen Spin-off mittlerweile der Cotox, nämlich zum Thema E-Commerce. Das findet immer in Berlin statt, hat jetzt schon zweimal stattgefunden. Das nächste Mal ist am 12. und 13. April in Berlin, auch in einem Kino. Es ist sehr cool. Unter commerce.cotox.de könnt ihr euch das anschauen. Wer im E-Commerce arbeitet, dem ist das extrem zu empfehlen. Da kann man auch über seinen Tellerrand schauen, aber eben sozusagen deutlich spezialisierter. Insofern ist das eher eben an Leute gerichtet, die auch im E-Commerce oder im transaktionalen Businesses sozusagen arbeiten. Die Anmeldung ist mittlerweile auch möglich. Und auch da der Aufruf zum Call for Paper, wenn ihr interessante Themen habt, gerne einreichen. Top, kommen wir zum interessanten Teil. Die Thementracks und Kuratoren. Manche Kuratoren sind nicht hier. Die hier sind, werden ihren Track einmal kurz vorstellen. Um 10 geht es dann los. Fangen wir an. Oliver und Yves, seid ihr hier? Mikro? Jo. Hi. Also, ja, cool, wir sind die Ersten. Also sind wir auch die Ersten, die natürlich About You, Tarek, Betz und auch natürlich im Orga-Team danken dürfen, hier sein zu dürfen. Und besonders finde ich, diesen spannenden JavaScript-Track gestalten zu dürfen. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ich habe im Vorhinein mal so ein bisschen geschaut, was so ein bisschen Fun Facts über JavaScript, um ehrlich zu sein, vorher nie gemacht. Und da kam ein Fakt, das ist, dass JavaScript in 10 Tagen entwickelt wurde. Weiß nicht, wussten wahrscheinlich einige hier, ich wusste ehrlich gesagt nicht. Und natürlich ist heute JavaScript nicht mehr das, was es damals war, also nur frontend-seitig, sondern auch, wird auch serverseitig verwendet und im Backend und besonders auch zum Steuern von Maschinen. Und aufgrund der Vielfältigkeit haben wir auch unsere Tracks so ein bisschen gestaltet. Also Tarek hat heute auch schon öfters gesagt, so über den Tellerrand hinausschauen. Und genau das haben wir darin auch gemacht. Also wir wollten nicht nur Themen aus dem Frontend-Bereich, also die hottesten Frameworks irgendwie präsentieren, wie React, Angular und Vue, sondern auch Backend-seitige Themen gestalten, also Node.js beispielsweise. Und wir haben auch Themen über wie man eine Kaffeemaschine steuert, was echt extrem spannend ist, oder Visualisierung mit D3, oder auch zum Beispiel so ein bisschen, ich sag mal so ein Glimpse in the Future mit Voice und der Google Home API. Also wir werden die nächsten Tage nur im Kino 5 sein, also entspannt, ihr könnt einfach da sitzen bleiben und alles mitnehmen. Und wir freuen uns auf jeden Fall, euch da begrüßen zu dürfen und ja, viel Spaß auf der Cotalks. Danke sehr. Stefan? Vielleicht hat der ein oder andere das Pattern schon erkannt. Die Tracks versuchen, in der Regel haben wir versucht, sie in einem Kino zu lassen. Also, dass man immer weiß, wenn man thematisch, wenn man gerade planlos ist, dann kann man auch thematisch in ein Kino gehen. Ja, danke. Moin, moin. Ja, vielen Dank an Tarek und dass ihr die Konferenz wieder macht, das 1A. Ja, wir haben den Track New Technology, den wir kuratieren dürfen. Ich bin Stefan Richter von freiheit.com. Und wir sind in Kino 8, also da könnt ihr auch die ganze Zeit bleiben dann. Und New Technology ist ja eigentlich alles, was wir hier machen. Also JavaScript gibt es viele neue Sachen, Machine Learning gibt es viele neue Sachen. Eigentlich hätten alle Tracks auch bei uns reingepasst oder alle Vorträge. Dann gibt es immer so einen kleinen Streit, wo, in welchem Track jetzt wer eigentlich was macht. Aber wir haben so eine kleine Sammlung rausgesucht. Einmal haben wir was zu Web Protocols, Curio Collection of Web Protocols. Es ein bisschen darum geht, sich mal die Webprotokolle direkt im Detail genauer anzuschauen, wie die genau funktionieren. SMTP, DNS, HTTP und so weiter. Dann haben wir Kubernetes Federated Services von Google einen Vortrag. Ich denke, viele von euch benutzen schon Kubernetes. Ist eine coole Sache. Wenn man aber Multi-Region, Multi-Zone-Deployments machen will zum Beispiel, dann ist es ganz interessant, sich mal die Federated-Funktionalitäten anzuschauen und das wird da dann passieren. Dann haben wir einen Vortrag Recommender Systems mit Spark, Scala und Predict.io. Wir haben Performance-Tests mit Gatling, für Microservices-Plattformen auch ganz nett. Und dann haben wir so zwei Sachen zu Containers in the Serverless World, Lambda-Architekturen und
ja, AWS Lambda gibt es noch einen speziellen Vortrag dann einmal dazu. Dann mein guter Kumpel Christoph Magnussen hat einen Vortrag zu 10 Fuck-Ups der Team-Collaboration. Das passt jetzt nicht so ganz in New Technology, denkt man, aber Christoph ist ganz aktiv in diesem ganzen Bereich Future of Work, hat auch einen ziemlich coolen YouTube-Channel und macht super Vorträge, kann ich also auch schwer empfehlen. Dann Testing React Applications, da haben wir einen Kollegen von Stripe da, wer mal Payment-Systeme benutzt und eingebunden hat, der weiß, wie toll und einfach das ist, Stripe zu verwenden. Ist ja eins von den Silicon Valley Unicorns und ich war mal irgendwie vor 2-3 Jahren mit dem Patrick Collins in Essen, der war hier in Hamburg und habe die kennengelernt, die Jungs. Und einer von den Entwicklern ist hier und erzählt ein bisschen über Testing React Applications. Dann haben wir Smart Contracts, Blockchain, das ist auch ganz cool, IBM zeigt da was. Und wir selber, also von unserer Firma, ein Kollege von mir, ein Engineering Director, erzählt ein bisschen was über Consistent Updates in Distributed Systems without Transactions. Also wenn man große Fanout Microservices Systems macht, wie kriegt man es hin, dass man mehrere Systeme konsistent updaten kann und wie kann man das ohne Transaktionen, die man jetzt von relationalen Datenbanken gewohnt ist, hinbekommen. Und dann haben wir was mit Kafka und DBCU, wo es um so Livestreaming von Change Events geht und wie man die mit Kafka verarbeiten kann. Und GraphQL haben wir einen Vortrag, was ja auch eine ganz interessante Alternative ist, vielleicht zu ganz normalen REST-Geschichten. Und mein Favorite hier von den Mobile-Sachen ist auf alle Fälle What's Awesome About Flutter. Wer Flutter.io noch nicht kennt, sollte sich das mal angucken. Ein Cross-Platform-Framework, um Mobile-Applications zu bauen, basiert auf Dart, bringt eine super UI-Library mit und ist wirklich klasse, um Applikationen mitzubauen. Wir haben da auch schon einiges mitgemacht jetzt bei uns und kann ich jedem empfehlen, um was Neues zu lernen. Finde ich cooler als React Native und vielleicht erzählt der Speaker da auch ein bisschen was drüber. Dann haben wir noch ein bisschen Live-Coding-Sachen und zwar einmal Smalltalk auf dem Raspberry Pi. Das ist eigentlich ein ziemlich abgefahrener Talk, finde ich. Dann haben wir ein bisschen Introduction to Kotlin als neue Sprache auf der Android-Plattform. Und dann einmal von den Jungs von Phrase App, also so eine Übersetzungsplattform, die wir auch in verschiedenen Projekten benutzen, hier auch in Hamburg ansässig, zeigt was über Kubernetes from scratch, also wie man ein Kubernetes-Cluster oder Kubernetes-Services aufsetzt. Wer es also noch nicht gemacht hat, kriegt da so eine Step-by-Step-Anleitung, das ist auch ganz cool. Ja, ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns alle in Kino 8 dann. Gita? Übrigens, dieses Jahr zum ersten Mal Short Notice organisiert. Alle Kinos werden gefilmt. Ja, ihr könnt alles, was ihr verpasst, anschauen. Ich habe vergessen, Werbung für mich selber zu machen. Ihr könnt alle sitzen bleiben. Um 10 Uhr habe ich einen Vortrag hier vorne, wenn ihr Lust habt. Hi, ich bin Nikita, ich bin von About You und ich hoffe, ihr macht in den nächsten 2 Tagen alle mit bei dem Track Big Data Machine Learning in Kino 4. Ich glaube, wir sind größtenteils oder immer in Kino 4. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie vor 2 Jahren hier saß und bei dem Vortrag auch zugehört habe und Bullshit-Bingo gespielt habe beim Thema Big Data, weil es halt immer wieder heißt, das neue Öl, die Daten und so weiter. Und jetzt sage ich selber so einen Satz wie, ihr wisst ja alle, dass heutzutage kein Unternehmen drumherum kommt, auf diesem Datenschatz, auf dem man sitzt, auch was zu machen und das zu nutzen, um die Kundenerfahrung zu verbessern, damit auch den Profit zu steigern. Und als Teil dieser Unternehmen machen wir das größtenteils dadurch, dass wir Ideen haben, diese umsetzen, implementieren, meistens erstmal scheitern, lernen, verbessern, wieder scheitern. Und der Prozess, ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Erfahrung habt, ist halt nun mal, wie wir lernen und wie auch unsere Systeme, die wir bauen, lernen. Und ich finde es großartig, dass wir zusammenkommen und einfach darüber sprechen, was wir alles gelernt haben. Und zusammen in den nächsten 2 Tagen wollen wir uns einige Erfolgsstories anschauen aus der Industrie. Zum Beispiel wie eine der größten C2C-Seiten Deutschlands ihre Kunden inspiriert, ohne halt, indem sie riesige Datenmengen verarbeiten, ohne diese lästigen, über Nacht laufenden Batchjobs, die wir vielleicht alle kennen. Oder wie ein Social Network, was fast alle von euch nutzen, predicted, ob ihr wirklich jetzt bereit seid, euren Job zu wechseln. Oder wie man halt mit den heiligen Gral des Dynamic Pricings zum Beispiel mit sehr gut etablierten Open Source Tools sich endlich mal erringen kann. Wie man mit einer Kombination aus Collaborate Filtering und Content Filtering
seinen Kunden genau das Produkt empfehlen kann, was sie halt immer gesucht haben oder vielleicht gar nicht geahnt haben, dass sie es gesucht haben. Wir wollen halt die Stories dahinter beleuchten und schauen, wie haben die Unternehmen halt quasi vom ersten Entwurf bis zu dem, was jetzt gerade da ist, sich entwickelt und was haben sie dabei gelernt. Und gleichzeitig wollen wir auch darauf schauen, wie eine Umgebung aufgebaut sein sollte, die datengetrieben arbeitet, wie man zum Beispiel mit dieser merkwürdigen Brut von Data Scientists klarkommt, die halt nun mal alles in Frage stellen, was nun mal ihr Job ist auch. Und wie all das, solche fancy Sachen wie Natural Language Processing und Data Flow with TensorFlow, wie all das nicht nur unsere Industrien verändert, sondern halt auch unsere Gesellschaft zum Teil. Und ich hoffe, ihr macht alle mit. Kino 4 stellt viele Fragen. Lars ist heute nicht hier, leider. Der ist zurück nach Asien geflogen. Aber die wundervolle Judith vertritt den Track. Moin. IT-Management ist ja erstmal ein großes Wort. Das deutsche Wort Management konnotiert ja im Englischen Directing, Leading und Management. Wir machen da feine Unterschiede. Es funktioniert im Deutschen nicht so gut. Lars und ich haben uns konzentriert auf Talks, die sich mit Leading und mit Managen auseinandersetzen. Wir hoffen, dass ihr das Directing, also die Frage, wohin ihr eigentlich wollt, strategisch in den anderen Tracks rauskriegt. Bei der Frage, wie Leading und Management von IT-Organisationen geht, haben wir uns besonders damit beschäftigt, Tracks auszusuchen, die sich mit verteilten Teams auseinandersetzen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kriege ich das hin, dass Teams gut zu funktionieren unter unterschiedlichen Bedingungen, und zwar entweder unter der Bedingung, wir sind verteilt oder ich habe eine große technische Hürde zu nehmen. Und das zieht sich durch den gesamten Track. Wir fangen an mit Stefan hier in Saal 1. Danach sind wir in Kino 3 und ich hoffe darauf, dass ihr vorbeikommt und viel lernt und auch viel fragt. Danke. Chris? Ein Orga-Hinweis, ich nutze diese Pausen immer dafür, das gemerkt. In Hamburg fahren in der Nacht nur bis 0.30 Uhr Bahn unter der Woche und deswegen haben wir dieses Jahr 6 Shuttles am Start, sind so 9er-Busse, die bis 4 Uhr morgens euch hinbringen, wo ihr wollt. Ja. Aber damit das auch funktioniert, packt euch doch bitte in Gruppen zusammen, wäre doch wirklich schade, wenn da nur eine Person in so einem 9er-Bus irgendwie nach Bremen heizt. Ja. Hi, moin. Ja, krass viele Leute, es wird echt jeden Tag, jedes Jahr immer wieder mehr. Echt beeindruckend, hier vor den ganzen Menschen zu stehen. Also ich bin der Christoph, auch von About You. Bin da für den Mobile-Bereich verantwortlich und entsprechend auch Kurator für Mobile. Und ich habe mir heute Morgen beim Kaffee so überlegt, so, ey, was hat eigentlich der Mobile-Track für eine Daseinsberechtigung? Und ich meine, das kommt halt da ja so, vor ein paar Jahren, als das Ganze angefangen hat, gab es da so ein paar Leute, die haben irgendwie Software und Webseiten gebaut. Für das Handy, irgendwie total absurd, wir machen sowas, ne? Und mittlerweile sieht aber die Realität im ganzen Online-Bereich ganz anders aus, nämlich der Großteil des Traffics und der Großteil der User und der Großteil der Sessions kommt einfach über Mobile. Genauso halt bei uns auch gerade bei About You irgendwie über 70%. Von daher wäre es eigentlich fair, wenn es nächstes Jahr dann Desktop-Track gäbe als Ersatz dafür. Ich meine, meine Kollegen vom Desktop-Team gucken schon ein bisschen grimmig rüber hier. Ja, nee, jetzt mal, aber ernsthaft, wir haben super spannende Themen dabei. Und was sind so die starken Themen, gerade so im Mobile-Bereich? Das ist einmal Mobile Web mit Progressive Web Apps und AMPs, Service Worker und die ganzen Geschichten. Und ganz stark dabei ist natürlich auch Google. Deswegen haben wir auch jemanden von Google dabei, der es wirklich direkt vom Hersteller quasi vorstellt. Jemand von der Firma Backend, ich glaube, das ist sogar der CTO, der Gründer. Dann haben wir im React Native Bereich auch ein sehr, sehr starkes Thema der App-Entwicklung gerade. 2 Talks, auch super interessant, sehr lehrreich, sehr unterhaltsam, sehr praxisnah. Und ansonsten, was gibt es sonst noch für Alternativen, wie man seine Apps entwickeln kann? Natürlich mit Kotlin, ist gerade jetzt mit Android 7 eingeführt worden. Auch eine Hammer-Alternative zu Java. Und bei iOS ist jetzt gerade, mit iOS 11 wird gerade Augmented Reality sehr gepusht von Apple. Es gibt ja dieses Augmented Reality Service SDK und da wird es auf jeden Fall eine sehr gute Vorstellung für geben.
Und dann haben wir noch ein Thema zum Mobile Gaming von InnoGames. Da geht es um die Interface-Entwicklung bei Mobile Games, wie man am besten so ein Data-Binding-User-Interface hinkriegt mit Unity 3D. Ja, findet statt morgen in Kino 7. Ich hoffe, ihr seid alle da. Es geht um 10 Uhr los. Also wenn ihr mich irgendwie nach 2 Uhr so noch per Party sieht, bitte nach Hause schicken, sonst gibt das morgen nichts. Danke, bis morgen. Matthias, nicht da heute. Fühlt sich an Matthias angesprochen? Nein, ich kenne Matthias. Offensichtlich nicht da. Schade, ein sehr wundervoller Track. Sven? Sven schon da? Nächstes Jahr setzen wir das um 11 an. Sven nicht da. Einer klatscht, top. Morgen sollten wir das um 11 ansetzen. Erfahrungsgemäß hat der hier um 10 steht, eher immer so einen tendenziell leeren Saal. Ralf und Pascal. Dankeschön. Test. Oh, krass. Boah, es sind echt viele Leute. Ja, dann auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich bin Pascal Landau und bin auch bei About You als Head of Marketing Technology angestellt und werde heute zusammen mit meinem Partner in Crime, Ralf, durch den PHP-Track führen. Wir sind, glaube ich, vollständig in Kino 2, heute mit 7 Tracks vertreten. Morgen gibt es das Panel und morgen Abend haben wir noch, ich glaube, um 17 Uhr eine abschließende Session. Genau. Was werden wir hören? Heute Morgen geht's los mit auch einem, ja, ich würde sagen, fast Hype-Thema, und zwar Alexa Skills für Amazon Echo mit PHP entwickeln, was auch Ralf präsentieren wird. Danach geht's weiter mit Rob Elm, international bekannter Speaker, der darüber spricht, wie wir unsere APIs mit OAuth 2 protecten können. Und danach gibt es noch einen Vortrag von Stefan zum Thema Domain-Specific Languages. Ja, ich mache da mal mit dem Nachmittag weiter. Das war der Morgen. Am Nachmittag sehen wir einen Talk von einen Talk über PHP und GitLab von Christian Mücke. Da geht es darum, wie kann man in PHP-Projekten GitLab sinnvoll einsetzen. Anschließend haben wir noch einen Talk von Gary Hawkins, 43 Tipps für PHP Storm. Dann könnt ihr euch ja fragen, warum exakt 43 Tipps? Ich denke mal, Gary wird uns da die Antwort liefern. Wir haben auch noch einen Talk von Anna Felina, die ist die weite Reise aus Kanada, hat ihre weite Reise aus Kanada gemacht und erzählt so ein bisschen über Legacy Code, wie man 15 Jahre alten Code refaktorieren kann. Und ganz zum Schluss am Abend haben wir noch einen spannenden Talk, wie man ein Framework ohne Framework nutzen kann. Da fragt man sich natürlich, wie geht das überhaupt? Und diese Fragen, das müsste, wenn ich den Namen jetzt nicht ganz vergessen habe, Michael Hafke sein, der euch dann noch dazu was erzählen wird. Ganz kurz noch für morgen, denn wie gesagt, wir haben noch ein Panel hier im großen Saal zum Thema PHP oder die Zukunft von PHP. Da wird ein Großteil unserer Speaker dann auch nochmal da sein. Danke. Nils für den Java-Track. Moin. Ja, moin, hallo. Ich bin Nils, habe die Kuration für den Java-Track übernommen. Und was ich von der Firma Oracle ganz großartig finde, muss ich sagen, dass sie nach all den Verzögerungen von Java 9 das quasi geschafft haben, das finale Release von Java 9 fast auf den Tag zur Code Talks zu veröffentlichen, nämlich heute genau vor einer Woche ist das rausgekommen. Und wir haben dazu passend auch einen Talk in unserem Track, nämlich geht es darum, wie man das Java 9 Modulsystem verwendet, das ja ein großer oder das ja auch eine wesentliche Ursache für die Verzögerung von Java 9 waren. Dann haben wir einen zweiten Talk zum Thema, was gibt es Neues in der Bean Validation API, also zwei sehr, sagen wir mal, konkrete Talks, die sich mit Frameworks beschäftigen. Dann werden wir uns ansehen, wie man mit Java eigentlich reaktiv programmiert, das finde ich auch sehr spannend. Und last but not least wird es einen Talk geben, wo zwei Kollegen von Otto erzählen,
wie Otto ihre Microservice-API gebaut haben, beziehungsweise was sie alles mit dieser API anstellen können und was sie da so für Lehren draus gezogen haben. Ja, viel Spaß wünsche ich euch. Anna nicht hier? Ja, moin moin. Mein Name ist nicht Anna, sondern Robert. Anna ist leider noch nicht da, die kommt ein bisschen später, volles Backlog und so. Wir sind Kuratoren für den Architecture Track. Wir haben ganz viele verschiedene Themen. Also es fängt an mit Domain-Driven Design. Wir haben verschiedene Talks zu Microservices. Wir haben einen Vortrag über Architektur und Hochlastsystem, der mit Sicherheit sehr spannend wird. Wir haben aber auch funktionale Programmierung zum Beispiel drin, also wer schon immer mal wissen wollte, was eine Monade ist und wofür man das einsetzen kann, sollte sich diesen Vortrag anhören. Es wäre natürlich kein Architektur-Track ohne so Themen wie REST, GraphQL, auch gerade im Vergleich sehr spannend. Dann haben wir noch, ich muss gerade mal spicken, wir haben natürlich auch Serverless, das muss natürlich irgendwie dabei sein. Machine Learning-Architektur ist auch ein Thema bei uns. Dann haben wir noch Backend as a Service und wie man mit Legacy-Applikationen umgeht und die modernisiert. Das sollte gerade für Betroffene auch sehr lehrreich sein. Ja, wir haben darauf geachtet, dass wir gerade bei so einem Thema wie Architektur viel Konkretes eben auch mitgeteilt bekommen, dass die Speaker Hands-on-Erfahrung haben, dass sie vielleicht auch die ein oder andere Leidensgeschichte erzählen können. Gerade bei so Themen wie Microservice oder so wird sich ja oft auf die positive Seite konzentriert. Wir wollen das eben auch ein bisschen anders betrachten, dass man damit auch scheitern kann. Dazu gibt es dann auch einen Talk, das ist mit Sicherheit spannend, da ein paar lehrreiche Informationen zu bekommen, wie es eben nicht funktioniert. Ansonsten nochmal herzlich willkommen, vielen Dank. Ich hoffe, nächstes Jahr gibt es dann einen Desktop-First-Vortrag noch. Und ja, viel Spaß. Markus Matthias. Hey, ein paar haben gefragt, das ist wirklich meine Katze. Ich bin Kurator für den Security Track und ursprünglich so einen technischen Hintergrund als Entwickler und für mich war es wichtig, Tracks so zu gestalten, dass man, wenn man diesen technischen Hintergrund hat und teilweise auch Richtung Security, trotzdem noch interessante Talks findet. Und ja, da steht nichts mehr. die meisten Talks sind in Kino 3. Und 9 Uhr morgens ist echt früh, die Talks von uns sind hauptsächlich so ab 15 Uhr, das ist ein bisschen entspannter. Vielen Dank. Jo, moin, ich bin Markus und das erste Mal hier, genauso wie der neue Track Internet of Things, den ich betreue. Internet of Things ist ja so ein Buzzword, wo man hört, 20 Milliarden oder 50 Milliarden Geräte in 2020 erwarten wir. Ich bin heute Morgen mit der S-Bahn hierher gefahren und stand an diesen Fahrkartenautomaten. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch diese Fahrkartenautomaten und kann den ohne Probleme bedienen? Also bei mir ist das immer ein riesiges Problem. Und bei Internet of Things ist es eigentlich das Gleiche. Es gibt ganz, ganz viele Anbieter, es gibt ganz, ganz viele Systeme, aber es gibt nichts Übergreifendes. Und gerade die User Interfaces bei Internet of Things werden sicherlich zu einem der zentralen Themen werden. Wir haben 3 Vorträge, die eigentlich in diese Richtung auch gehen. Wir haben einmal Amazon Alexa, wo wir lernen werden, wie man diese Alexa Skills Kits benutzt, um eigene Anwendungen zu programmieren. Wir haben einen Vortrag mit Bluetooth und QT, wo man Devices, die per Bluetooth funken,
in diese Oberfläche bringt. Und wir haben einen dritten Vortrag, wo wir mit dem Raspberry Pi so eine DIY-Lösung bauen, um Smart Home von zu Hause zu steuern. Also alles Geschichten, die so in die Richtung gehen, wie kann ich diese Internet of Things, diese vielen Geräte, die es irgendwann mal geben soll, unter einen Hut bringen oder so verwalten, dass es für mich als User auch sinnvoll ist und dass es dann vielleicht irgendwann mal auch eine vernünftige UI gibt für diese S-Bahn-Fahrkartenautomaten. Ich wünsche euch viel Spaß und nochmal ein Appell, wenn ihr irgendwas zu dem Thema habt, Hardware und Software zu verbinden, dann reicht es auf jeden Fall ein, dass wir beim nächsten Mal richtig eine große Auswahl an Themen haben. Danke. Vielen Dank. Soweit zu den Thementracks. Es gibt noch das Kino 1, in dem ihr gerade sitzt. Hier finden Keynotes statt. Das ist so ein Mix aus eher allgemeineren Themen und aber auch Themen, die im Prinzip relativ, ja, es gab eine Umfrage im Vorfeld, ich hoffe, ihr habt da mitgemacht, wo ein bisschen abgefragt haben, wie das Interesse ist, weil wir immer versuchen, die Raumgrößen so ein bisschen auszutarieren. Und es gab diverse Themen, die halt sehr viel Zuspruch gewonnen haben, die jetzt hier stattfinden werden. Wie gesagt, letztes Jahr wurde nur die letzten Jahre wurde immer nur der Kino 1 gefilmt, dieses Jahr wird alles gefilmt. Also ihr könnt hingehen, wo ihr wollt, ihr könnt euch alles im Nachhinein angucken. Und um bei Kino 1 zu bleiben, noch mal ganz kurz, würden gerne noch ein, zwei Empfehlungen aussprechen. Ihr wollt aber noch kurz eine oder welche empfehlen. Fange ich an mit Werbung für den Track. Um 11 findet hier ein Panel statt mit unserem Hamburger Bürgermeister zum Thema digitale Bildung, Weiterbildung und Co. Und nicht nur ihm, sondern auch noch drei sehr interessante andere Personen. Hast du eine Empfehlung? Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung. Morgen um 15 Uhr wird es hier eine Panel-Discussion geben, die heißt Diversity is Paying Off. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, was wir zum Thema Diversity und Gender machen können und sind rausgekommen bei, wir machen keine Publikumsbeschimpfung, weil das wird nicht nützen, sondern was wir machen ist, wir werden sehr praktisch ein bisschen üben, was Diversity eigentlich bedeutet, wird sehr interaktiv, sehr lustig und ich hoffe auch sehr lehrreich. Also kommt morgen um 15 Uhr zu Diversity is Paying Off. Ja, und morgen um 10, also weil du hattest auch gerade noch gesagt, alle nach der Party, kommt vielleicht ein bisschen später oder so. Ich wollte nochmal jedem morgen um 10 Uhr die Keynote ans Herz legen. Und zwar ist da Marco Börries. Viele von euch kennen ihn vielleicht nicht. Der hat Star Division gegründet, quasi das Office-Paket, was in Konkurrenz viele Jahre zu Microsoft Office stand. Marco Börries ist ein Hamburger, ist ein guter Freund von mir und ist wirklich eine fantastische Unternehmerpersönlichkeit. Der hat da so drei Firmen schon gegründet und verkauft erfolgreich. Star Office ja verkauft damals an Sun. Ist gerade auf dem Manager-Magazin auf dem Titel mit einer neuen Software, die quasi so ein SAP für Firmen unter 10 Mitarbeiter ist, zu einem wahnsinnig günstigen Preis mit Hardware angeboten wird. Er hat den Vortrag schon mal bei uns als Hacker-Talk gehalten in der Firma und es ist wirklich awesome, was der für eine Erfahrung hat, auch Produkte zu entwickeln und Firmen aufzubauen und wie durchdacht sein Konzept ist und wie er das auch exekutiert. Wahnsinnig fokussierter Mensch. Wir haben für ihn übrigens unter anderem auch was gebaut, eine Data Center Software, um dieses System automatisch mit Zero Administration zu scalen. Also es ist wirklich eine fantastische Geschichte. Ich empfehle jedem, der irgendwie was über Produktentwicklung wissen will oder auch eine eigene Firma oder auch wie sowas funktioniert, morgen zu kommen und sich das um 10 anzuhören. Das ist wirklich, glaube ich, so die Perle in dem Line-Up hier, wo vielleicht viele gar nicht wissen, was sie da verpassen, wenn sie da nicht hingehen. Also, ja. Stefan, du bist doch die Perle im Line-Up. Jo, soweit. Einen riesengroßen herzliches Dankeschön an unsere Kuratoren, die sehr viel Aufwand und Zeit und Liebe reinstecken, dieses wundervolle Programm zusammenzustellen. Wenn ihr Kritik habt, dann äußert sie an die. Wenn ihr Lob habt, dann an Heike. Wir freuen uns sehr, dass ihr diesen Aufwand betrieben habt. Und wir freuen uns sehr auf die folgenden zwei Tage. Nochmal der Aufruf im nächsten Jahr, reicht eure Talks ein. Hier seht ihr die Kuratoren, ja, ein Großteil der Kuratoren ist eigentlich beständig sozusagen über die Jahre. Insofern könnt ihr die auch ansprechen. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die den Track auch im nächsten Jahr kuratieren. Ihr könnt euch auch selbst als Kurator bewerben, einfach an die Info-Ad schreiben. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch aktiv werdet und mit an dieser Konferenz gestaltet. So, genug der langen Worte. Wir wünschen euch viel Spaß. Um 10 geht's los mit den ganzen Vorträgen und auf wundervolle zwei Tage.